Moin, ich bin Basti und ich bin nicht Steve Irwin, kämpfe heute aber mit dem Alligator. Ich bin Dennis, über 30 und meine Gegner schicke ich heute auf den Mond. Hallo, ich bin der Alligator und heute bin ich zu Gast auf meinem Zweitlieblingsplaneten. Und damit begrüße ich alle Ü30-jährigen Männer zu diesem Rock-Special. Freue mich, euch zu sehen. Es geht direkt los. Ich mache 0 Punkte. Ich mache 0 Punkte. Das ist Nuki von Limp Bizkit. Nee, das ist so mit mir. Heute ist natürlich ein Rock-Special und ihr merkt schon an der Musik, Limp Bizkit, Fred Durst, hast du auch kennengelernt, würde ich sagen. Sehr. Da kommen wir natürlich gleich zu. Erstmal natürlich muss ich mich wie ein richtiger Mettler kleiden. Darf ich schon mal weiter buzzern? Survivor, Eye of the Tiger. Die muss ich natürlich machen, diese Mainstream-Rock-Geschichten, sonst habe ich hier verloren. Jack Black bzw. Tenacious D mit Hit Me Baby One More Time. Fuck! Oh nein, Mann! Hätte ich auch gesagt. Da ist noch ein Feature gekommen. Hit Me Baby One More Time. Basti, du bist 32 Jahre jung, in deinem besten Alter. Du bist Sozialarbeiter, steht hier. Ja, Mann. Recht toll. Wir haben ganz viel aus diesem Bereich. Was reizt dich an diesem Job? Ich würde fast Menschen sagen, aber das wäre unehrlich. Insofern möchte ich meine Aussage verweigern. Okay, alles klar. Was machst du beruflich? Seit neuestem schreie ich beruflich. Ja. Hauptberuflich. Mhm. Bist du Sänger? Ich brauche einen Sozialarbeiter für meine Stimme, glaube ich, bald, weil ich einfach sehr meine Stimme jetzt auch noch mal anders einsetze. Ja. Wir tauschen Nummern, ne? Ja, lass ja, mal was machen. Connecten. Ja, cool. Das ist ein FIFA-Song. Come on. Ja. Come on von The Ramones. You know Ramones. Jetzt ist deine Chance. That's the plan and the blood von Ramones. Ah. Ja, ich bin auch richtiger Rocker. Ist ja dieses Klischee, so Rocker und Aggro, aber ist ja gar nicht so. Soll ich dir ein Liebeslied spielen? Pass auf, pass auf. Oh Gott. Okay, pass auf, dann spielst du kein Liebeslied, ich spiele Rock'n'Roll. Alligator, du hast eine lange Zeit auf dem Mond verbracht. Du bist jetzt wieder mindestens Pendler. Wie war es auf dem Mond? War es schön? Es gab wenig Quizze, das war schön. Das finde ich immer gut, wenn ich wenig Quiz machen muss. Ja. Manchmal muss man. Aber ansonsten war es noch sehr staubig. Mhm. Oft sehr dunkle Flecken im Taschentuch. Mhm. Und oft auch... Es ist kalt, es ist heiß. Ja, Temperaturschwankungen. Mhm, okay. Stärker als man denkt. Vielleicht habe ich ja den Grundstein gelegt dafür, dass auch andere Musiker und Musikerinnen gerne mal eine Auszeit auf diesem Ort suchen. Ich kann das nur empfehlen. Das ist wirklich besser als Betty Ford Klinik. Da fallen mir viele Musiker ein, die mal eine Zeit lang auf dem Mond verbringen müssten. Weide! With their tanks. Then fuck you! The Cranberry Zombie. Geht richtig ab, ne? Was geht ab, der Song oder du? Darfst du dir aussuchen? Was hättest du gerne? Beides wahrscheinlich, 50-50. Geil, Mann. Wir tauschen Nummern, ne? Rückwärtsrunde. Das ist kaputt! Bryan Adams, Summer of 69. Motherfucker. Da hilft dir dein Bandana auch nicht. Nee, das stört auch, das geht auf meine... Stellst du doch einen Schritt oder so? Nee, da ist schon drei Pakete Socken drin, das passt nicht. Alligator, dein neues Album Off erschien am 22. März. Gut.
unfassbar tolle Features drauf, die man so gar nicht erwarten würde. Bowser ist da drauf, habe ich gehört. Die Guano Apes sind da drauf. Richtige Legenden hier in Deutschland. Erzähl mal, wie war die Arbeit? Es war schön, weil die halt auch sind auch erschienen im Studio. Es ist was Ungewöhnliches. Ist das ungewöhnlich? Bowser ist erschienen, tatsächlich? Ja, es ist. Wirklich? Okay, gut. Tatsächlich, ich hatte 4-mal Glück. 4 Features sind drauf. Mhm. Und auch noch ein halbes Feature. Mille von Creator hat noch ein Gitarrensolo gespielt. Wow, bin ich sehr stolz drauf. Ich habe eine sehr schöne Absage bekommen bei diesem Album. Mhm. Das ist vielleicht die schönste Absage, die ich jemals bekommen habe. Und das war von Serge Tankian. Ich habe ihn angefragt. Und ich von System of a Down. Oh ja, was hat er dir geschrieben? Naja, er hat ein detailliertes Feedback zu den Songs mir geschickt, die ich ihm ja vorgeschlagen habe. Und das habe ich nicht erwartet. Ich habe gedacht, dass vielleicht vom Management vielleicht so ein kleines, so ein paar Mittelfinger kommen. Er hat gesagt, da ist ein Song dabei, das ist ein Hit und den findet er ganz toll. Und den Song habe ich dann aber tatsächlich nicht drauf gemacht. Geiler Typ. Also vielleicht sehe ich das ein bisschen anders als Serge, aber ich schätze ihn natürlich sehr. Also unsere dafür, dass er das gemacht hat. Auf jeden Fall. Welcome. Serge, if you see him now, you can choose any way you make you want to make a song. Unsere schönste Absage ist und bleibt von Rolf Zukowski, bitte gerne nicht. Das ist unsere schönste Absage bisher. Ich würde sagen, weiter geht's. Ohren und die Nase bluten. Sag mal, ist der Kerl plemplem? Hey, Hi, my name is... Thomas Gottschalk und die besorgten Väter, what happened to rock'n'roll? Natürlich weißt du das. Das war zu Tommys Prime-Zeit natürlich. Ihr seid ja auch beide echt harte Kerle. Läuft heute auch was von Dicht und Doof oder ist eher... Das müssen wir noch klären. Wie gesagt, ich habe auch schon eine Mail. Ich frage mich eh, warum du uns nicht gefragt hast, dass wir mit dir musizieren auf der Seite. Wenn du mal für dich was anderes machst in die poppige Richtung, stehe natürlich für dich parat. Ich schreibe dir eine nette Mail mit Feedback zu dir. Fuck you! Jet, are you gonna be my girl? Are you gonna be my girl? Du bist ja richtig toll erfahren im Rock. Was hast du für ein Geschenk dabei? Nein. Ich habe einmal eine Buddha-Statue mitgebracht, damit ihr beide auch mal ein bisschen ausgeglichener werden könnt. Und falls das mit der Ausgeglichenheit nicht klappt, habe ich für euch so kleine Kaugummi-Automaten hier für dich ein. Und mir zu. Bam. Dankeschön. Bitte schön. Wir können es teilen. Der ist der für dich, der Kaugummi-Automat. Aber ist ja nicht für mich. Eigentlich. Geschenke verschenkt man nicht. Okay, tut mir leid. Geschenke verschenkt man nicht. Möchtest du das von der Moto One-Toilette haben? Oder? Okay. Dann nehme ich beides entgegen. Großen Applaus, danke. Guck mal, kommt direkt hier rein. White Snake. Is this love? Richtig! Geiler Typ. It must be love. Wieder was zu dir? Du hast ein Talent. Du kannst besonders gut mit den Fingern schnipsen. Ja, Mann, das ist richtig geil. Pass mal deine auf. Bühne. Jetzt aufgepasst, wenn ich mit den Fingern schnipse, ne, dann mache ich automatisch eine Zeigefigur. Ich demonstriere das an diesem netten Herrn hier. Pass auf. Du musst den Zeigefinger zwischen Daumen und Mittel machen und dann... Okay. Weiter! Drowning Pool Bodies. Yeah. Wow. Und damit, Kimi Pasti, Matthias! Kamsa und Rockte! Yeah. Hey. Hey. Geile Scheiße! Ja, danke, Mann. Rock'n'Roll! Oh, noch ein Funkkanal, der den Bach runtergegangen ist. Unser letztes Video von Psychologie. Was wollt ihr uns noch nehmen? Und unten gibt's die letzte Folge. Erkennst du den? Song. Ja.